Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Resident Evil Part 4/5. Denn eigentlich wäre das Part 5 schon. Part 4 habe ich leider verloren. Vom Laptop zum neuen PC ist das irgendwie verschwunden gegangen. Das kann ich jetzt leider nicht ändern. Passiert ist nicht viel. Wir sind halt durch einen Tunnel gelaufen, durch einen U-Bahn-Tunnel. Und haben uns hier den Weg freigekämpft zu diesem Punkt hier. Ja. Tut mir leid. Kann man leider nicht ändern. Passiert. Neuer PC und. Ne. Naja. Auf jeden Fall sind wir heute bei der neuen Aufnahmesession alleine. Helena ist jetzt wieder CPU. Hab mir eigentlich erhofft, dass Firefly oder Rage Kill mit einsteigen. Aber. Sie Das werden wir müssen in der durch nächsten diesen Woche Teil der wahrscheinlich Stadt, sehen. um zur Kathedrale zu kommen. Bleiben Sie auf Empfang, falls Sie Probleme bekommen. Wow! Das hätte mir vielleicht mal jemand sagen sollen. Saubere Aktion. Auf jeden Fall. Okay. Ja. Wer sich jetzt gerade wundert, warum ich so langsam voranschreite und warum ich hier überhaupt so rumfliege. Wow! Dem sei Warum gesagt, kommt ich mir bin. das nur wie die Spitze des Eisbergs vor? Kein Horror-Gamer im normalen Umfelde, sag ich mal. Ich zocke sowas jetzt nur zum Let's Play, weil die Jungs das lustig fanden und sie dachten, doch komm, lassen wir den kleinen dicken Jungen einfach mal so ein Horror-Spiel spielen, der scheißt sich bestimmt voll ein. Wird lustig. Ja. Deswegen Let's Play ich jetzt hier für euch gegen meinen Willen so gesehen. Resident Evil. Wieso gehen? Ja, genau, danke. Finde ich gut von dir. Ist hier jemand noch drin? Ja, eigentlich schon, aber ich glaube, der ist tot. Ja, ist nichts zu machen. Weiter geht's. Eingesammelt. Zack, zack, zack. Weiter geht's hier. Hi. Das ist, glaube ich, ein Mensch, der lebt noch. Oder? Nein, das ist nicht. Gigi. Durchhalten, ich helfe Ihnen. Hier drüben. Beim ersten Mal gehört. Okay. Wow, Alter, hier ist ja. Apokalypse Now, wie Helena gerade sagt. Hello, ja, ganz genau so sieht's aus. Ja, wir haben Dienstag. Ob der so wunderschön ist, das möchte ich bezweifeln. Zumindest nicht für Uldor. Nicht für Leon und Helena. Ich hoffe, für euch ist der Dienstag ein wenig angenehmer. Ich kann ja auch weggehen hier. Spare ich Munition. Bam, in deiner Fresse, Alter. Den sollte ich vielleicht nicht so kämpfen. Ach, ist schon geschehen. So einfach geht das hier. Spare ich natürlich Munition, ist natürlich dann. Oh, ich glaube, ich wollte nur. Mein Gott, ich verbrauche ganz schön viel Munition mit diesem einen kleinen Ficker. Ich frage mich, woran das liegt. Doch, muss ich umgehen hier. Zack, da ist der Kopf weg. Ging ja fix hier. Naja. Boah, aber das war dann schon einiges besser, doch. Da möchte ich jetzt ungern runter, ganz ehrlich.
muss ich aber, natürlich. Aber... sind wir schlauer. Die Zombies und Zombien, ne? Wie sind denn das noch? Zu viele. Ach! Nein, jetzt bitte mit dem Finger weg vom Lümmel! Ups! Hätte mir vielleicht bedanken können, dass ich da gar nicht runtergemusst hätte. Ja! Hat also auch super so geklappt und super mit Munition verschwenden natürlich. Hier muss ich dann wieder runter. Dann geht's von hier aus weiter. Ach, da ist er schon. Das ist ja, läuft ja wunderbar hier, Leute. Wow, da ist es auch leicht. Wow, 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 was ist das für ein Stinker? Das Tiergegner hat mir so überhaupt nicht gefallen bisher. Jetzt treten wir ein paar Köpfe. Wow, wow, wow. Komm, jetzt her. Ja, hier ist ja Hackschnitzel pur gerade, also. Wow, 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 wow. Dankeschön. Sehr nett von dir. Brauche ich Leben? Ich halte mich so komisch fest hier. Der ist ja immer noch am Start. Mein Gott, was geht denn ab? Ah, jetzt haben wir einen stinkenden Tod hier. Das ist ja nicht zu fassen hier. So, ich muss jetzt eben gucken, wo die Medizin war. Ich hatte das jetzt leider nicht mehr im Kopf hier. Das war das nicht. Nachgeladen, alles klar, auch nicht. Pause ist es auch nicht. Ah, da haben wir es. Grünes Kraut, Kraut, Fernzünder. Das habe ich irgendwo gelagert, so ein Scheiß. Das weiß ich mal. Egal, wird schon gut gehen. Ja, ich bin mit dem Spiel nicht so grün wie man, oder warm wie man vielleicht merkt. Hab auch nur noch 2 Schuss, was auch nicht optimal ist. Was ist denn da? Taktischer Sturmgewehr. Das benutze ich schon die ganze Zeit, oder nicht? Das gucke ich anscheinend nicht. Fast Munition liegen lassen. Und wäre fast auch noch in einen Zombie reingerannt, was natürlich auch nicht intelligent ist. Aber wie man schon gemerkt hat, ich bin ja hier nicht so der Profi in dem Spiel. Aber ich merke gerade, ich bin, also wenn es um Schießen geht, werde ich schon immer besser. Wo ist Elena? Egal. Bleibt sie halt erstmal hinten. Die wird sich schon irgendwann dann hier einsenden. Hoffentlich. So, hier oben muss ich dann auch was machen. Und zwar den Tank da unterschieben. Okay. Nur wenn wir hier da. Natürlich nicht so, wie ich das wollte, glaube ich. Ja, wenn man gerade das Telefon im Hintergrund hört, das wird wahrscheinlich dann Firefly oder Rage Kid sein, die gerade rumnerven.
Ich kann jetzt aber schlecht die Aufnahmen stoppen, nur weil das Telefon klingelt. Tut mir leid. Leid. Hauen wir einfach mal ein bisschen auf die Fresse. Und bewegen uns dann weiter Richtung Hölle. Jetzt Auto war da jetzt auch. Ich mach mal kurz eine kleine Pause. Muss leider sein. Tut mir leid. Das geht mir jetzt gerade voll auf den Sack. Bis gleich. Ciao. So. Willkommen zurück. Tut mir natürlich nochmal leid. Das Telefon hat hier ununterbrochen geklingelt. Bestimmt jetzt 3-4 Minuten. Und ja, wir sind jetzt wieder da. Es geht weiter jetzt. Muss ich natürlich zusammensteigen. Wow, wo kommt? Leck mich am Arsch. Wo kommen die Autos hier immer? So müssen die nicht so. Ja. Passiert. Gute Idee. Drinnen ist es Kontrollpunkte gefallen mir immer besonders gut. Vielleicht können wir sogar kurz verschnaufen. Ich hab gesagt, wir müssen uns beeilen. Okay, den kann ich noch nicht kaputt treten. Weitergehen. Hier wird auf jeden Fall was passieren, da bin ich sehr sicher sogar. Wenn nicht hundertprozentig sogar. Ja, die klassischen Zombies haben Resident Evil ja schon ziemlich hinter sich gelassen. Ich meine, bisher war es ja noch okay, aber gibt es auch welche, die mit Äxten oder Hackebeils und was weiß ich um sich werfen. Wo ich natürlich persönlich kein Fan von bin. Deswegen habe ich auch, ehrlich gesagt, die Serie aufgehört. Oder allgemein zum Beispiel habe ich aufgehört zu spielen, weil. Alter, hey, da ist noch einer. Weil ich absolut kein Fan von diesen, Sprinte-Zombies und bewaffneten Zombies und sowieso bin. Ich bin halt so der klassische Zombie-Fan mehr. Ja, hier geht's weiter, glaube ich. Ich glaube, hier muss ich rein, ja. Es wundert mich, dass die mich nicht sofort schon wieder anfangen, also. Schreckmomente hier sind echt schon groß, teilweise. Okay, ich sitze immer noch brav da in ihren Stühlen. Auf engen Räumen bin ich natürlich. Also ich bin ja, wenn man schon die Resident Evil Teile gesehen hat, weiß man, ich bin ja ziemlich schreckhaft schon. Mist, verschlossen. Verschlossen, okay. Finde den Schlüssel. Tun wir doch dann mal. Oh, hier brennt's. Wenn ich mag ja Zombie-Sachen. Da steht auch einer draußen. Den kriege ich. Das so intelligent war, das Fenster zu zerschießen, ich weiß ja nicht. Der DD verschwand am 26. dieses Monats um 23.27 Uhr. Vor seinem Verschwinden. Ja, jetzt werde ich eindeutig angegriffen, hundertprozentig sogar. Funkspruch empfangen werden. Der Funkspruch lässt auf den Angriff einer unbekannten Organisation oder Einzelpersonen schließen. Die Behörden gehen mit äußerster Vorsicht vor, da die tatsächlichen Umstände noch ungeklärt sind. Vorhersehbar. Ich finde das so geil, wie er mit einem Kick den ganzen Kopf des Zombies explodieren lässt irgendwie. Ja, dann wird der da hinten schon auch nicht warten. Hier sind jetzt keine mehr. Der wird jetzt auch wohl aufspringen, denke ich. Hab ich gedacht. Ach komm! Manchmal ist Schießen doch vielleicht ein bisschen schlauer. Oh, Schrupflenz ist sauber. Bleibt erstmal noch bei der. Beim taktischen Sturmgewehr. Das wird erstmal reichen müssen. Ja.
kann hier nicht hin, wie man sieht. Wir müssen einen anderen Weg rein. Das Ding sieht nach etwas aus, was mir nicht gefällt. Ach du Scheiße. Was ist das? Dieses Kreisch. Die Nägel auf einer Tafel. Das war so überhaupt nicht gefällt. Ja, ein Kollege von mir hat sich schon über, ich sag jetzt mal, meinen Spielstil lustig gemacht, hier in Resident Evil. Er meinte nämlich so, ja, Alter, du verschwendest so viel Munition hier immer, das ist schon echt krank. Ja, das liegt daran, dass ich solche Spiele eigentlich nicht spiele, ne? Ich gelobe natürlich Besserung, versuche mich ein bisschen besser reinzufinden. Alter. Heck mir Marsch, jetzt geht's hier aber rund. Ich finde diese Quicktime-Events mal ziemlich cool. Also das Quicktime-Event, sondern diese Mini-Cutscenes, wenn du da ein Zombie irgendwie was aus dem Brust reißt und den damit zum Schädel einschlägst. Schon ziemlich cool. Ja, ihm schon wieder. Oh Gott. Das Ding kann ich schon mal überhaupt nicht schneiden. Wo sind jetzt hin? Ich glaube, ich hab'n. Wow, oder auch nicht. Jetzt habe ich ihn aber. Alter Schwede. Das war jetzt aber hier. Boah. Mein armes kleines Erz macht das nicht lange mit, glaub ich hier. Haben den aber jetzt auch erledigt, gehen also von hier aus weiter. Ich würde den ja jetzt als Boss betiteln, ich denke aber nicht, dass es einer ist. Deswegen, ja. Nenn den mal Kreischi. Kreischi hört sich super an, finde ich. Ja, ich mache jetzt hier verfrüht Ende, bevor ich gleich wieder mitten in der Action bin. Bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, dass der kleine Break euch nicht allzu sehr gestört hat. Wir sehen uns am Donnerstag wieder, wenn es wieder heißt Resident Evil, und zwar mit mir, DG. Beschreibung von Facebook, Beschreibung von, ach, ihr kennt das, alles unten in der Infobox, Facebook, Twitter, nein, Twitter nicht mehr. Facebook, Twitter ist tot, keiner braucht Twitter. We don't need Twitter, Hashtag don't need it, fuck Hashtag. Wir sehen uns am Donnerstag wieder mit Resident Evil. Bis dahin, ciao, euer DG.